Guten Morgen, buongiorno. Wir sind jetzt hier gerade zu Hause bei meinen Eltern angekommen in Potenza. Wir waren eine Woche am Meer. Dazu habe ich euch auch mitgenommen und ich würde sagen, hier nehme ich euch jetzt auch nochmal eine Runde mit. Und als allererstes gehen wir zu den Hühnern. Wer mir auf Instagram folgt, der weiß, dass das meine Freunde sind. Ich bin die Hühnermama schlechthin. Nein, kleiner Spaß. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video und los geht's. Die Hühner warten schon auf mich. Da drüben sind sie. Hier ist übrigens ein Walnussbaum. Und hier hat mein Papa ganz viel angepflanzt. Also jetzt sieht es natürlich nicht mehr schön aus, weil es natürlich nicht gepflegt wurde. Und zwar hat er Zucchini gehabt, Salat, Tomaten, alles Mögliche. Da ist auch noch ein Walnussbaum. Da hinten sind Haselnüsse, da sind Kirschbäume. Und ja, das sieht natürlich jetzt alles nicht mehr so schön aus. Also gar nicht mehr schön. Aber meine Mama kann das hier leider nicht alleine schaffen. Und deshalb sieht es so aus. Und Hühner hat sie auch schon einige verkauft, weil das einfach zu viel ist. Ja, da hinten warten sie schon auf mich. Da sind die Haselnüsse. Und da sind sie, meine Freunde. Das sind ganz schön wenig jetzt. Das waren über 50. Die mögen mich. Die wissen, dass ich sie nicht essen möchte. Jetzt gehen wir mal schauen, wie viele Eier die gelegt haben. Schaut mal bitte, wie fleißig die waren. Haben wir gerade alle eingesammelt, meine Mama und ich. Und ich würde mal sagen, das ist voll Bio. Gut gemacht, Hühner. Fein. Guten Morgen an diesem wunderschönen sonnigen Sonntag. Sorry, dass ich mich jetzt gestern gar nicht mehr bei euch gemeldet habe, aber die Hütte war wieder voll. Es kommen ganz, ganz viele Verwandte. Wir sitzen bis spät abends noch da und essen. Es ist natürlich wunderschön. Es ist sehr laut, was meine Männer immer ziemlich irritiert. Die meinen immer, wir würden streiten, aber das ist hier so. Und ihr könnt es euch denken, deshalb habe ich natürlich die Kamera nicht rausgeholt, weil es ist einfach total schön. Ich genieße hier die Familienzeit, die Familienangehörigen, die freuen sich, dass wir da sind. Es gibt viel zu erzählen, natürlich auch vom Meer, was wir da erlebt haben, also die eine Woche. Und deshalb habe ich mich nicht gemeldet. Wir werden jetzt zum Einkaufen fahren. Ja, es ist Sonntag, aber hier haben sonntags die Geschäfte offen, was ich eigentlich richtig schlimm finde. Aber wir müssen das jetzt so nutzen, denn wir fahren ja am Dienstagmorgen schon und morgen wird keine Zeit bleiben zum Einkaufen, weil dann wieder andere Verwandte kommen. Und ich habe mir gerade überlegt, dass ich euch vielleicht so ein bisschen mitnehme, wenn wir Großeinkauf machen beim Ausscharren, weil es natürlich wieder ganz, ganz viele Nudeln geben wird. Parmesan darf natürlich nicht fehlen und so weiter. Also mal schauen, ob ich das so mache. Und ansonsten hat die Oma dem Luki schon am Meer versprochen, dass sie ihm Lasagne machen wird, wenn wir dann wieder hier sind, hier bei uns zu Hause. Und Versprechen muss man halten. Die Mama ist schon dabei, macht gerade Lasagne für den Luki. Für uns wird es was Vegetarisches geben, mal schauen. Ja, zeige ich euch dann auf jeden Fall später. Der Luki freut sich total, der liebt Lasagne von der Oma. Meine Mama hat mir auch schon Tomatensauce zurecht gemacht, die sie immer selber machen. Beziehungsweise die letzte Tomatensauce, die sie eben mit meinem Papa zusammen gemacht hat. Und ja, dazu nehme ich euch jetzt weiterhin mit. Und jetzt muss ich leider Schluss machen. Ihr könnt euch denken, warum. Also, bis später. Also der Gianluca hat sich heute Lasagne gewünscht von der Oma. Wir waren jetzt auch gerade einkaufen und in der Zwischenzeit hat die Oma Lasagne für den Luki gezaubert und uns schon mal die Vorspeisen hingestellt. Wir lassen es uns jetzt gleich schmecken. Hast gemachte Nudeln für uns mit Tomatensauce. So, jetzt starten wir aber durch hier. Für uns gibt es eben ohne Fleisch und die Jungs freuen sich auf ihre Lasagne. Lecker. Ihr habt ja den Bambino. Jetzt kommen sie wieder hoch. Wir sind jetzt am Friedhof und ich kann es überhaupt nicht glauben, dass ich jetzt meinen Papa hier besuchen werde in Zukunft. Es ist für mich immer noch so. Also es ist nicht real für mich so. Das ist ganz komisch. Ich kann das überhaupt nicht verstehen. Und es macht mich so traurig. Natürlich, wenn ich hierher komme in den Ort und
ins Haus meiner Eltern ist Papa ja immer präsent, ganz klar. Aber er ist halt einfach nicht da. Und das ist so komisch. Und ich bin da so traurig. Ich kann das gar nicht beschreiben. Die Jungs wollten jetzt auch unbedingt mit. Eigentlich hatte ich mir gedacht, dass es vielleicht keine gute Idee ist, dass sie das Grab sehen. Und als ich sie gefragt habe, kam aber sofort, nee, klar gehen wir mit zum Opa. Wir wollen auch den Opa besuchen. Die haben den Opa sehr, sehr gern gehabt. Und mein Papa hat immer sehr viel Spaß mit den Jungs gehabt. Die haben Karten gespielt, hat jeden Spaß mitgemacht. Und ich fand es jetzt aber doch irgendwie auch total schön, dass sie jetzt beide gesagt haben, nee, sie kommen auf jeden Fall mit zum Friedhof. Und ja, das ist jetzt auf jeden Fall für mich ein sehr, sehr schwerer Gang. Und natürlich auch, dass ich meine Jungs jetzt am Grab meines Vaters sehe, ist, wie gesagt, also ich kann es überhaupt nicht verstehen. Es geht überhaupt nicht in meinen Kopf rein. Auch als wir angekommen sind vom Meer. So, die Sachen von meinem Papa zu sehen, die Jacke hängt noch da und ist halt einfach total schlimm und wirklich sehr, sehr schwer. Also ich gehe jetzt rein und dann sehen wir uns später nochmal. Das ist so, so schön hier. Meine Mama liebt Blumen und pflegt die eigentlich immer total, aber jetzt in den letzten Monaten war da natürlich keine Zeit für. Übrigens, wer mir schon länger folgt, weiß, dass wir in diesem Haus leider Mietnomaden hatten. Also es ist auch das Haus meiner Eltern und jetzt mittlerweile sind da ganz, ganz liebe Mieter drinne. Also das klappt jetzt alles wunderbar, Gott sei Dank. Und da drüben ist auch noch ein riesen, ja, wie nennt man das auf Deutsch, Grundstück, also das man bewirtschaften muss mit Pflanzen und Gemüse und so weiter. Aber das geht jetzt eben leider auch nicht mehr. Da muss die Mama jetzt eben schauen, wie sie das am besten macht. Ja, aber ansonsten ist es hier wirklich wunderschön. Und ja, ich bin sehr, sehr traurig, dass es eben nicht mehr so aussieht, wie es früher mal war. Schaut mal, was uns meine Tante vorbereitet hat. Selbst und frisch gemachte Nudeln, also in dem Fall Orecchiette, so sehen die aus. Und so sieht es jetzt hier bei uns aus. Da hinten sind noch ein paar Leckereien vom Bäcker. Wir spielen jetzt eine Runde Rummikub. Meine Mama bereitet jetzt hier noch die Soße vor. Ich glaube, sie macht Tomatensauce, ich bin mir gar nicht sicher. Oder mit Zucchini. Mal schauen. Und ja, wie gesagt, wir spielen jetzt aber erstmal eine Runde Rummikub. Mama hat Schnitzel gemacht, also meine Mama. Hier sind noch unsere Vorspeisen, Pommes und die Nudeln kommen auch gleich. Und hier sind meine Liebsten. Also das ist eine Art Gurke, Caroselli heißt es auf Italienisch. Das ist aus Bari, also aus Apulien, eine Spezialität. Und ja, wir warten jetzt noch, dass die Nudeln fertig sind und dann geht's los. Wir haben uns jetzt doch für Zucchini entschieden. Es kommt jetzt noch ganz viel Parmesan drauf. Mmh, che buono. Basta, ma. A Thomas. E basta, no. Ok, mettiamo di parmigiano, ma. Tanto Parmesan. Mmh, che buono. Die habe ich auch zu Hause in unseren Steinen in der Einfahrt. Ja, und die hier, die sind auch total schön. Wenn die Sonne ganz doll scheint, dann gehen die Blüten auf. Die sind richtig schön. Ja, und die hier drüben, die mag ich auch. Ja. Aber nicht so sehr wie diese hier. Jetzt noch schnell das Bild hier nachstellen. Das ist der Max vor 20 Jahren hier auf diesem Sofa. Da ist der Liam mit demselben Outfit von Max. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das klappt. Mara hat noch was für Liam mitgebracht. Ich habe zu ihr gesagt, sie soll auf gar keinen Fall was kaufen. War ja klar, dass sie was holt, ne? So wie das hier in Italien halt ist. Jetzt bin ich mal gespannt, was da drinnen ist. Für unseren kleinen Schatz, da ist er. Hat noch das Outfit von Max an. Ja, schaut mal, wie schön. Die Komara weiß, dass ich Bilder liebe. Wie passend. Ein wunderschöner Bilderrahmen in echtem Silber. Und ja, richtig, richtig schön. Sehr hochwertig. Grazie, Komma. Prego. Koffer sind gepackt. Alles im Auto. Wir müssen jetzt leider wieder nach Hause fahren. Mama kocht jetzt zwar noch für uns. Ist schon bereit, glaube ich. Und da freut sich jetzt der Luki auch wieder drauf. Ich natürlich auch. Aber jetzt wird es gleich nochmal richtig hart. Weil wir uns eben verabschieden müssen. Ja. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann entweder auf der Fahrt nochmal oder dann eben zu Hause. So machen wir es.
Haben wir erst Salbe, Kartoffelwarme. Lecker Tomatensauce von der Oma. Und bevor wir losfahren, wird natürlich nochmal das Auto kontrolliert. Und ich muss euch sagen, ich habe überhaupt gar keinen Bock loszufahren. Es ist einfach so ätzend. Es ist einfach so weit. Warum? Und Großeinkauf haben wir auch gemacht. Das muss natürlich alles noch ordentlich hier rein. Also es kommt erst nochmal alles raus, Koffer unten rein und dann eben, ja, der Großeinkauf. Vor allen Dingen sind Nudeln natürlich dabei, ist klar, oder? Lecker Tomatensauce von der Oma. Hat sie mir gerade zurecht gemacht. Die Jungs freuen sich. Die Blumen hier zum Beispiel hat meine Mama vor 2 Jahren in Tropea mitgenommen. Die waren am Straßenrand und hat sie gepflückt. Schaut mal, wie schön die hier gewachsen sind. Normalerweise blühen die, also die hier rot. Und ja, meine Mama, wie gesagt, pflegt und hegt ihre Blumen. Und hier sind noch Rosen. Sind auch richtig schön. Die riechen so, so gut. Jo, da hinten auch noch die Rosen. Sind auch richtig schön. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart.